Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Gestern haben wir ja gegen Dänemark gespielt und da kam leider nur ein 1:1 bei heraus. Nun müssen wir gegen Deutschland spielen und das könnte echt nochmal entscheidend sein. Da ja momentan hier ich mit Wales momentan Zweiter bin, Dänemark Dritter und nur die ersten beiden, glaube ich, weiterkommen. Und das heißt, da wir nur drei Spieler haben, dass wenn ich jetzt verliere, sagen wir mit 1:0, dann habe ich eine Tordifferenz von 1. Dänemark mit 3:0 gewinnt gegen Norwegen, dann sind die noch vor uns und dann sind wir leider raus. Und dann, boah, da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Der Vorstand möchte sie davon in Kenntnis setzen, dass ihre Position und der Verein momentan eine kritische Prüfung unterzogen werden. Grund ist es Zeit für den abschließenden Leistungscheck der Saison. In den nächsten Tagen wird ein Meeting anberaumt. Okay. Wir informieren sie über die Resultate. Okay. England, erster. What? Erster in Gruppe A ist England, okay. Mit 7 Punkten, das ist nicht schlecht. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Schwein vor dritter Partie mit Wales. Während nun in kurzen Abständen Spielerfall nimmt, blablabla. Kein Anlass für Zweifel. Ordentlicher Start für mich, und wir hoffen am gutes Ergebnis im dritten Spiel. Okay. Cool. Cool, cool. So. Wir spielen. Und ich bin gespannt, was wir jetzt machen. Ah, die sind alle nicht so fit. Scheiße. Shit. Gefällt mir gar nicht. Shit, shit, shit. Der kann aber gerne mal wieder mit Focus. Ramsey. Nee, Ledley vielleicht. Mit Isgrove. Matthews mit Taylor. Ricketts vielleicht mit. Oh, wir haben ja echt eine Fünferreihe. Ist mir gar nicht aufgefallen. Lol. So, Allen vielleicht. Da haben wir keinen mehr. Okay. Ja, da muss es so gehen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wie wird es ausgehen? Werden wir die Qualifikation schaffen oder werden wir kläglich scheitern an Deutschland? Deutschland gegen Wales. Wir werden es durchlaufen lassen, damit wir allein schon die Aufstellung von Deutschland sehen. So. Da sind die Fans von Wales. Wolf Fuß und Frank Buschmann. Europameisterschaft, ja, die ersten beiden kommen weiter. Boah, da muss ich also echt gewinnen. Gewinnen oder unentschieden? Unentschieden wäre schon gut, aber gewinnen wäre natürlich sicherer. Unentschieden würde ja allein schon reichen, da ist Philipp Lahm und der Riese Manuel Neuer. Daneben ist Durm, weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Oh mein Gott, das darf ich glaube ich nicht zeigen. Ich glaube, das GEMA geschützt. Die deutsche Nationalhymne oder so. Ich glaube, das ist echt GEMA geschützt. Leiter der Partie Guido Pantaloncini. Schade, jetzt haben wir zwar nicht die Aufstellung gesehen, sehen wir aber ja jetzt gleich zum Glück nochmal unten eingeblendet. Ich glaube, jede Sekunde müsste das unten angezeigt werden. Da. Da ist erstmal Wales Aufstellung. Ah, da war beinahe schon. Pascal Rosbach spielt da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und Marco Reus. Boah. Wir werden so krass sterben. Durm, Kroos, Philipp Lahm, Bellarabi, Reus, Özil, Thomas Müller. Okay. Ah, die Abwehr habe ich leider nicht sehen können. Jawohl, schön durchgesetzt. Ah, shit. Ah, das Durm.
Pascal Müller war, ja, Pascal Müller. Wer kennt ihn nicht, den Pascal Müller? Pascal Rosbach war da auf jeden Fall auch. Und Manuel Neuer natürlich. Und irgendein anderer noch, der rechte Verteidiger. Das weiß ich jetzt momentan noch nicht. Oh shit. Oh shit. Nein! Scheiße! Fuck! Shit. Da haben die uns echt ganz schnell, ganz hart ausgespielt. Jung. Jung ist das, okay. Fuck, Alter. Wie schnell die uns da ausgespielt haben. Da zack. Zack, zack, bam. Ja. Das sind die Laufwege, die wir halt nicht haben. Ja. Müssen wir echt mal schauen, ob wir das irgendwie gebacken kriegen. Zumindest ein... Oh, jetzt kriegt das keine Knochen nicht mal. Zumindest ein Unentschieden, ja. Weil wir wollen hier noch nicht mal einen Sieg, wir wollen nur einen scheiß Unentschieden. Ein 1-1 reicht uns. 1-1 reicht für die Qualifikation. Schlimmste, was passieren könnte, wäre jetzt noch ein Gegentor. Boah, die spielen so schnell, ne? Das ist so krass. Die sind echt nicht schlecht. Jawohl, McDonald, Junge! Gegen Durm. Jetzt lauf, 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 lauf. Flanke. Nein, die Flanke war scheiße. Komm. Nein! Chester, Junge. Da war der Keeper schon so weit draußen und der köpfte ihn einfach so weit am Tor vorbei. Mann. Ja, jetzt kommen direkt wieder zwei. Oh, Durm hat eine super Grätsche ausgepackt. Das gibt's doch nicht. Ich komme an den Ball nicht mehr ran. Ich komme an den scheiß Ball nicht mehr ran. Zack. Gut. Fuck, Alter. Ich komme an den Ball nicht mehr ran. Wir sind einfach wieder viel zu nervös. Ah. Zack. Ah, da kann man auch mal Freistoß geben. Hallo? Den Schiri mag ich ja jetzt schon nicht, ne? Boah, mein Gott. Unsere Wege sind auch so offen. Die sind so offen. Nein. Das kann nicht wahr sein. Flanke. Ah, unser Keeper hat den. Jawohl, jawohl. Gut abgenommen. Boah, und dann holen sie den echt wieder. Das gibt es nicht. Das gibt es echt nicht. Gut. Zack. Och nee. Mann. Ich komme nicht nach vorne. Ich komme verfahren da. Nicht nach vorne. Boah. Nein! Oh, nein. Ich wusste es. Da macht er extra noch ein Salto, Alter. Ich wusste es einfach nur. Müller, Junge. Müller. Nein, oh mein Gott. Dann fickt er mich so hart. Oh nein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit. Ich habe eine Tordifferenz von 0. Die anderen haben eine Tordifferenz von minus 1, glaube ich.
Ah, shit. Fuck. Ich darf auf gar keinen Fall hoch verlieren. Weil wenn dann echt Dänemark noch gewinnt und wir verlieren, dann kommt es hinterher nur noch auf die Tordifferenz an. Und wenn ich dann so krass hoch verliere, dann darf ich nicht so hoch verlieren, weil ansonsten ich automatisch schon direkt draußen bin, weil meine Tordifferenz einfach so niedrig ist. Nicht so weit, nicht so weit. Los, McDonald! McDonald! Zack! Oh nein! Wenigstens etwas. Oh, Ramsey! Groß haut mich einfach so vom Ball weg. Okay, 2-0. Kann ich das Zwischenergebnis bei den anderen schon sehen? Was? Was? 1-0 Norwegen. Wow. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz und gar nicht schlecht. Das ist super. Weil wenn Norwegen gewinnt, dann bin ich automatisch weiter. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir spielen so weiter. Und ehrlich gesagt, machen jetzt ein bisschen Schadensbegrenzung. Und hoffen, dass Norwegen echt gewinnt. Und wir nicht so hoch verlieren. Sondern vielleicht noch irgendwie ein Tor hinkriegen. Ja, das wäre natürlich gut. Wenn wir jetzt noch ein Tor oder zwei machen, dann einen Unentschieden vielleicht noch rauskriegen. Norwegen gewinnt, wir automatisch weiter sind. Und wir... wir vielleicht noch irgendwie unseren Ruf erhalten können. Alter Vater. Aber Deutschland ist auch krass. Die sind echt nicht schlecht. Boah, der kommt der Rossbach und... Boah, wie schnell der auch ist, ne? Wie fucking schnell der ist. Aber finde ich ja gut, dass Rossbach hier auch Spielerfahrung sammelt. Und sich hier natürlich auch weiter verbessert. So, jetzt lauf, 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 lauf. Nein. Nee, oder? Boah, das war so eine schöne Schussposition. Boah, nee. Philipp Lahm geht raus, Bastian Schweinsteiger kommt rein. Das wird jetzt nicht gerade einfacher. Ach nee. Boah. Jawohl, schön abgefangen. Boah. Bale hatte echt Probleme mit dem Durchkommen da. Also alleine durchkommen ist da echt nicht möglich eigentlich. Er muss irgendwie schon kombinieren. Kombinieren. Auge juckt. So. Gut gemacht. Den Ball unter sich. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich echt gar nicht hin. Boah, diese Ballannahme. Die war ja so schlecht. Sehe ich echt selten, aber die war schon echt grottig. Jawohl, jawohl, Fokes. Bale, nein, nein. Ach nee, ich dachte mir, wenigstens eine Torchance. Boah, krass, Alter. Die nehmen Bale da echt in die Zange. Nehmen Bale da richtig in die Zange. In die Mangel nehmen sie die.
Ah, shit. Nicht gut. Nicht gut. Boah. Jawohl. Nicht gut. Zack. Okay. Nicht gut. Oh, 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 oh. Ah, der ist weg. Der ist weg. Okay. Höwedes kommt für Durm. Lol. Okay. Hauptsache irgendwie weg damit. Ich glaube nämlich nicht, dass, ehrlich gesagt, dass Dänemark jetzt in der zweiten Halbzeit noch 2 Tore macht. Oder ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Na. Boah, Junge. Okay, 9 Minuten noch. Momentan ist eher Schadensbegrenzung. Gut. Nein! Boah, der Rossbach ist so krass, Alter. Junge, Junge, Junge. Wie krass der ist. Boah, da pfeift ihr gar nichts für uns. Gar nichts, nur gegen uns. Die ganze Zeit schon. Siehst du? Die ganze Zeit schon. Nee, nee, nee. So, komm. Komm, Bale. Bale gegen Khedira. Jawohl. Komm. Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. McDonald, Junge. Ecke. Na? Ich komme nicht hinterher. Nein, nein. Okay. Okay. 2-0. Wie hat jetzt Dänemark gespielt? Das ist hier eher entscheidend. Deutschland ist auf jeden Fall weiter. Aber wie hat jetzt Dänemark gespielt? Wie hat verdammt nochmal Dänemark gespielt? Das ist hier entscheidend. Das ist hier fucking entscheidend. Junge, Junge, Junge. Jawohl, wir sind im Viertelfinale. Geil. Nice. Wir schauen mal eben, wo kann man es sehen? EM-Qualifikation? Nö. Ah ne, das waren Gruppen, ne? Zur Tabellenansicht da. Ja, Dänemark hat echt verloren. Das ist gut. Das ist nice. Krass. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie die jetzt da gerade verloren haben. England, Belgien sind weiter, Irland ist raus. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Schweiz, Russland. Ah, ja. Frankreich, Niederlande. Boah, mit Polen und Italien. Wow. Das war eine harte Gruppe. Okay. Und jetzt sieht es so aus. Wir gegen Frankreich. Was ist das? Ich weiß gerade nicht. Was ist denn das? Ups, nicht das. Sondern Russland. Genau, Russland gegen England. Belgien gegen Schweiz und Niederlande gegen Deutschland. Das sind nochmal spannende Spieler. So, Trainer der Saison. Schwein. Boah, wir sind Trainer der Saison. Nice. Jackpot. Eine unglaublich starke Spielzeit geführt hat. Spieler der Saison ist Petersen. Und okay. Schwein verstimmt Anhänger.
Die miese Leistung der Mannschaft war schlimm. Ich bin unbeliebt bei den Fans. Fans sind sauer über schlechte Resultate. Ich bin nicht der richtige Mann für den Job. Und manche fordern sogar die sofortige Entlassung. Ja. Aber letztendlich war es doch eine gute Saison mit dem Verein. Hallo Herr Schwein, vor Beginn der Saison hat der Verein Ihnen folgende Ziele gesetzt. Ligameister werden. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Erwartungen erfüllt. Es war eine gute Saison für diesen Verein. Wir sind überzeugt, dass Sie der richtige Mann sind, um den Verein weiterzubringen. Leistung im nationalen Pokal. Das Team hat sich im nationalen Pokal sehr gut präsentiert. Geben Sie unsere Glückwünsche an die Spieler weiter. Wir hatten viel Spaß, den Jungs zuzusehen. Nice. Das finde ich doch gut. Ja, mit Wales muss ich echt mal gucken, dass da jetzt nochmal irgendwie die Kurve kriegt. Weil momentan sind das echt schwere Spiele. Deutschland war jetzt auf jeden Fall der Kracher. Also das war echt nicht leicht. Dänemark, oh, da habe ich vielleicht ein bisschen Mist gebaut. Aber Deutschland, das war echt nicht leicht. Frankreich wird wahrscheinlich auch nicht leichter. Ja gut, ich bin jetzt gespannt. Europameisterschaft. Büro. Erstmal hier wichtige Infos zum Transfermarkt. Hatten wir ja schon Anfang des Let's Plays gesehen. Aber hier kann sich ja jeder das nochmal durchlesen. Pokalziel national. Wir haben uns Gedanken über unsere Chancen im nationalen Pokal gemacht. Dieser Wettbewerb ist lukrativ. Wir würden es also begrüßen, wenn Sie folgende Runde der letzten 16 erreichen. Geil. Ligaziel. Der Vorstand hofft auf eine erfolgreiche Saison und ist gespannt darauf, wie sie mit ihren Führungsstärken und Geschlossenheit das Beste aus dem Team herausholen werden. Wir werden sie hauptsächlich an ihren Erfolg in der Liga messen. Als Liga-Saisonziel haben wir folgendes festgelegt: Champions Cup-Qualifikation. Sollte dieses Ziel nicht möglicherweise auch über einen Pokalwettbewerb erreichbar sein, das Ligaziel jedoch verfehlt werden, könnte das nicht genügen, um unsere Kriterien zu erfüllen. So, jetzt ist noch das Saisonbudget. Aufgrund unserer finanziellen Ausgaben in der letzten Saison, ihrer Leistung im Hinblick auf das Saisonziel und der erhaltenen Preisgelder haben wir uns für dieses Budget für die nächste Saison entschieden. Transferbudget 6 Millionen, Gehaltsbudget 30.000. Ja, daraus kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und, Sind 1000 Begegnungen stehen fest. Bayern 04 am ersten Spieltag. Ja. Transferfenster ist nun geöffnet. Ich werde es so machen, ich werde hier zwei Parts ausmachen. Das heißt. Ah ne, werde ich gar nicht. Tü-tü-tü-tü. Denn, oh shit, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh nein. Ja, ich habe jetzt erstmal Frankreich, Viertelfinale, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann werde ich ein paar Transferzeiten hier machen. Und was ich gerade gesehen habe, das ist nicht gut. Allen, Ramsey, Williams und Bale, die sind alle K.O. Und das im Viertelfinale gegen Frankreich. Aber mehr will ich jetzt auch nicht mehr sagen. Wir sehen uns morgen und hoffen, dass wir das halt überstehen. Bis morgen. Ciao.